auf wen könnte man denn trinken? Ich habe gedacht, vielleicht trinkst du mal auf die, die mehr so gemeinhin als nicht die coolsten gelten. Hallo zu einer neuen Ausgabe Rockpalast Back Home. Das Social Distancing, das hält viele Menschen davon ab, ihren Jobs nachzugehen. Und das gilt auch in meinem Fall. Also ich war gerade dabei, eine Doku über Wolfgang Niedecken zu drehen für den Rockpalast, als wir durch die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen erstmal stoppen mussten. Wolfgang hat Ende März seinen 69. Geburtstag gefeiert. Und damit gehörst du im Prinzip gerade in diesen Covid-19-Zeiten sozusagen zur Risikogruppe, Wolfgang. Natürlich gehöre ich zur Risikogruppe. Ich habe ja auch diese Vorerkrankungen. Aber 69, da ist man auf jeden Fall, hat man gute Gründe, sich vorzusehen. Also ich nehme das ganz, ganz ernst mit diesem Zuhausebleiben. Wie machst du das denn? Also was für Maßnahmen folgst du da, um dich eben und andere zu schützen? Also ich gehe nicht irgendwie in den Supermarkt oder was. Wenn wir mit dem Hund nachmittags gehen, dann achten wir darauf, dass wir den Leuten nicht näher kommen als 2-3 Meter, die entgegenkommen. Und ansonsten ist ein großer Park, wo man sich auch, wo man jetzt nicht irgendwie, ich soll mal sagen, durch die Slalomstangen durchkommen muss. Also das geht schon alles. Also irgendwann entwickelt man ja einen Sinn dafür, wie es geht und wie es nicht geht. Tina sagte letztens, dass sie sogar schon versucht, mit den Autos an der Ampel auf 2 Meter Entfernung zu bleiben. Also man hat's irgendwie, irgendwann hat man es verinnerlicht. Sorgst du dich, du hast das ja gerade schon erwähnt, also sorgst du dich ein bisschen mehr? Also einerseits eben vielleicht wegen des Alters und weil du eben gesundheitlich auch schon mal einen Schlaganfall hattest vor ein paar Jahren? Nicht wirklich, eigentlich nicht wirklich. Wir haben natürlich hier im Haushalt jetzt, wir sind ja momentan so eine Art Großfamilie, dadurch, dass die Isis, also unsere Tochter, vor gut einen Monat ihr Baby entbunden hat, die normalerweise mit ihrem Freund in Berlin lebt. Und die andere Tochter lebt ja auch in Berlin, aber die sind momentan alle da. Und natürlich, die könnten natürlich auch Viren hier reinschleppen, aber auch die sehen sich vor. Also wenn die nach draußen gehen, dann passen die auch auf, dass sie nur ja nichts nach Hause anschleppen, mit Maske einkaufen gehen natürlich. Das muss man... Wie gesagt, das muss man verinnerlichen und ich vertraue aber darauf, dass sich alle hier sehr, sehr vernünftig verhalten und auch nicht irgendwie in eine Art Panik verfallen. Also man muss schon die Nerven behalten, man muss flexibel bleiben, was anderes geht sowieso nicht. Langweilig wird dir eh nicht, weil hast du ja schon gesagt, ne? Du hast ja im Moment die ganze Familie am Start einerseits, dann habt ihr, glaube ich, noch, weil wir machen ja im Moment zusammen auch, theoretisch machen wir ja gerade zusammen einen Film, wir beide, ne? Für den Rockpalast, ist jetzt auch so ein bisschen on hold, weil, ne, durch die Situation, aber langweilig wird dir nicht, weil du hast einen Hund jetzt neuerdings irgendwie dazu bekommen und eben bis zum ersten Mal Opa geworden, ne? Ja, Opa ist eine ganz neue Erfahrung. Allerdings, ich kann ja noch nicht viel machen. Was willst du als Opa schon mit einem 5 Wochen alten Knirps veranstalten? Aber das ist schon ein tolles Gefühl. Das ist schon ganz, ganz, wirklich eine neue Erfahrung. Das ist schon klar. Aber wir haben natürlich auch ganz viel, wir sind ja auch dabei, letztendlich unser neues Album rauszubringen. Jetzt sind wir momentan am ganzen Artwork zugange. Bin mit dem Grafiker ständig hier in Kontakt und gucken, wie wir das am schönsten machen. Aber ansonsten ist ja alles auch da. Viel Flexibilität gefragt, weil eigentlich hätten wir ja jetzt auch schon angekündigt, wann wir wo spielen. Das geht natürlich jetzt alles gar nicht, weil man muss halt immer wieder gucken, wie ist der Stand der Dinge momentan. Du kannst keine Konzerte ankündigen, weil du nicht weißt, wie lang der Shutdown hält oder wann der nächste Shutdown kommt. Also ich glaube, unsere Präsentation, die wir uns so schön ausgedacht haben, haben wir uns schon von der Backe geputzt. Also das werden wir nicht hinkriegen. Da müssen wir auch wieder was anderes machen. Aber das ist auf der anderen Seite auch eine ganz schöne Schulung so in Sachen Flexibilität. Und da haben wir ja mittlerweile auch diese ganzen Möglichkeiten, so wie wir uns jetzt gerade unterhalten, diese Möglichkeiten, die muss man nutzen. Also diese Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die muss man nutzen und das Beste draus machen. Und vielleicht
bringt das ja auch auf einmal so einen ganz anderen Dreh und eine ganz andere Möglichkeit, an die Leute auch ranzukommen. Also ein Album unter dem Gesichtspunkt der Geheimhaltung rauszubringen, macht ja keinen Sinn. Und alles, was damit wieder verbunden ist, also wie kann die Plattenfirma arbeiten mit so einem Album? Wie arbeiten die Medien? Du hast keine Fernsehsendungen, in denen du spielen kannst. Du hast Telefoninterviews, kannst du machen, du kannst auch vielleicht ein bisschen skypen irgendwie, aber das muss man alles wieder ganz, ganz von vorne an, muss man alles wieder neu überlegen und gucken, welche Möglichkeiten da drin stecken. Und ich glaube, dann wär's doch gut. Dieser Vorbote, den es jetzt gab aus der Platte, ne? Hudi Gläser heißt das Stück, da bedankst du dich ja im Prinzip bei zum Beispiel der Feuerwehr und bei Krankenschwestern und im Prinzip all den Leuten, die jetzt gerade im Moment auch wieder extrem helfen, also uns allen helfen auf eine gewisse Art und Weise. Das Stück ist aber nicht entstanden aufgrund dieser Situation jetzt, sondern schon vorher. Nein, das ist entstanden, also das ging ja, die Arbeit an dem Album ging ja so, dass der Ulle, also unser Gitarrist, mir ich glaube, am Anfang 11 Songs, die ich nur noch betexten musste, die fertig arrangiert waren, also fertig kann man nicht sagen, also zu 80% arrangiert waren, wo ich einen Text mir zu überlegen konnte. Das waren, ich nenne das immer die Steilvorlagen. Und bei dem Stück hier, das war so ein lebensfroher Reggae, denke ich, was machst du denn mit dem Song? Und dann bin ich eine Zeit lang damit rumgelaufen, so wurde dann so der Soundtrack meines Alltags und habe dann irgendwie gedacht, das müsste eigentlich ein Trinklied werden. Dieses fröhliche Lied müsste ein Trinklied werden. Und was kann man, auf wen könnte man denn trinken? Und ich habe gedacht, vielleicht trinkst du mal auf die, die mehr so gemeinhin als nicht die coolsten gelten. Die Leute, die nur wirklich im Altenheim arbeiten und die Oldies pflegen, die im Krankenhaus arbeiten, die Leute, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, die teilweise auch ehrenamtlich arbeiten und auch die Kids, die mittlerweile Gott sei Dank Fridays for Future mäßig auf die Straße gehen. Auch das, also normalerweise zählt das ja alles nicht unter cool. Und ich habe dann, da ich ein alter Trotzkopf bin, habe ich gedacht, die ernenne ich jetzt zu den coolsten, weil es sind einfach die coolsten, die das tun, ohne großartig Anerkennung zu kriegen. Die machen das einfach. Und vor denen man Hut ziehen. Und dann haben wir dieses Stück aufgenommen, hatten riesen Spaß im Studio, was man, glaube ich, in dem Video auch sieht. Dann passt das da auf einmal dann zufällig auf diese Situation, wie sie jetzt ist, also wo dann in Spanien und Italien die Leute abends um 9 Uhr aus ihren Fenstern oder auf ihren Balkonen stehen und applaudieren. Als ich das gesehen habe im Fernsehen, habe ich gedacht, Moment mal, wir haben genau das Lied dazu. Deine Band, die sind ja, glaube ich, auch noch hier und da in andere musikalische Projekte verwickelt, sage ich jetzt mal. Wie gehen die denn damit um? Weil ich nehme mal an, dass das ja auch deren existenzielles Ding ist, also was sie da machen mit der Musik, ne? Ja, das sind ja Profimusiker, Sessionmusiker, die im Studio arbeiten, die ja auch bei anderen Tourneen mitspielen. Und wenn wir zusammen sind, dann ist das Bab. Ja, das ist für viele ist das sehr, sehr schwer. Weil denen brechen ja alle Möglichkeiten, etwas zu verdienen, brechen ja alles weg. Weil keiner weiß, wie lange der Shutdown dauern wird und wann der nächste kommt. Das ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Also mir geht's jetzt nicht so. Ich habe genug zu tun, ist alles in Ordnung. Aber viele von denen leben ja auch von der Hand in den Mund. Ja, das ja. ist schon eine schwierige Situation. Es gehen eine Menge Petitionen durchs Netz und so weiter. Die Bundesregierung sollte da mehr tun, gerade den Künstlern mehr helfen und sowas. Was denkst du dazu? Ja, also wir sind, wie hieß der Film, den letzten beißen die Hunde. Also wir werden erst wieder verdienen können, wenn man wieder große Konzerte spielen kann. Das ist ganz einfach. Das bisschen... Was man jetzt so klein-klein machen kann, bringt ja kein Geld ein. Wenn wir wieder spielen können, wenn wir, sagen wir mal, große Konzerte, Festivals spielen können, das wird das allerletzte sein, was dann noch erlaubt wird. Bin übrigens auch mal gespannt, wie das mit der Bundesliga weitergeht, aber ungefähr im gleichen Maße sind da die Vorschriften. Also man kann ja auch jetzt nicht sagen, man spielt hier die Kölner Arena, und man sagt dann, okay, dann lässt man da halt nur 6.000 Leute rein, die sollen dann alle schön auf Distanz bleiben. Das wird ja nicht funktionieren. Wie wird das machen, wenn du Stuhl rein hast und dann nur jeden dritten Stuhl besetzen?
Und dann spielst du dann, von mir aus können die Leute ja Masken anhaben, aber wie soll das gehen? Letztendlich werden die Leute nach vorne kommen wollen und feiern. Oder die Leute sagen, nee, das ist mir alles zu riskant, ich gehe da überhaupt nicht hin, dann stehst du auch wieder da. Also du musst ja bei allem musst du immer wieder den Advocatus Diaboli einschalten und überlegen, was könnte denn da jetzt schon wieder schief gehen? Und da nicht zu verkrampfen, ist ein großes Kunststück. Aber wirklich von Tag zu Tag immer wieder neu überlegen, was geht und was geht nicht. Ich glaube, alle haben mittlerweile begriffen, dass sie besser mal nicht in der Kneipe zusammenstehen, was natürlich auch für die Leute, die Kneipen betreiben, der Horror ist. Wie viele Kneipen werden wahrscheinlich pleite gehen, wie viele Kneipiers, Lokale. Da gibt's ja auch Leute, die sagen, ey, man sollte das alles schneller wieder lockern und so, weil eigentlich leiden dann Menschen auf eine ganz andere Art und Weise unter dieser Krise, nämlich eben dadurch, dass sie den Job nicht mehr haben, dass sie meinetwegen sich mehr oder weniger nicht mehr richtig draußen bewegen können, frei und so, und dass das halt letztendlich noch größere Probleme mit sich bringt. Läuft man natürlich das Risiko, dass gerade die alten Menschen, also die noch älter sind als ich, dass die irgendwann wie die Fliegen stehen. Das werden in der Regel Leute über 80 sein. Also wenn wir allerdings, ich denke schon, wir sollten darauf aufpassen, dass wir das jetzt nicht einfach, okay, dann ist das halt so, dann sterben die halt. Also das, unsere Kultur sagt uns was anderes. Wolfgang, spielst du uns was? Ja, gerne. Das wäre super. Also ich spiele ein Lied, das habe ich übersetzt damals zum 20-jährigen Jubiläum von Arschhuh, Zähne auseinander. Da haben wir ein Album aufgenommen, das habe ich mit den Brings-Leuten zusammen dann noch eingespielt und dann noch auf der Veranstaltung gespielt. Das ist ein altes Lied, 1949 geschrieben, war ein großer Hit für die Dubliners. Die Pogues haben es dann auch noch gespielt und natürlich auf Kölsch Version. Und das Lied heißt Dirty Old Town im Original und hier natürlich dreckige Stadt. Und gab's immer in zwei das Händchen wählt oder schwingt der Kanal ganz bestimmt alles gesagt dreckige Stadt dreckige Stadt wollte Jahre Morgen vorbei, in einer Backsteinuhr, eine ganze Schleierei. Friedensnacht, auf ein Paradchen fahrt, dreckige Stadt, dreckige Stadt. Es irre ich, irgendwo drüben in Düx. Und der Jüter so auf der Brücke macht er nicht, der Kaffee ist hart. Dreckige Stadt, dreckige Stadt. Wie du siehst, hätte der Schuss mich wieder ins Versetz. Schlag ich aus dem Kopf. Verbrüch dir noch das Herz, hätte ein von Anfang an gesagt, dreck ihr Stadt, dreck ihr Stadt. Und am Silberinswald das Häppchen wählt und es stinkt der Kanal ganz bestimmt ein List gesagt weg die Stadt weg die Stadt weg die Stadt.
Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Sehr cool. Sehr cooler Song. Ich hoffe, dass wir bald mal unseren Film weiter drehen können, wir beide, ne? Notfalls machen wir ganz viel hier über die Art und Weise. Aber genau. besser wäre schon, wenn dieser ganze Kram mal vorbei wäre, aber gut. Wir machen die erste lange Skype-Doku zusammen. Du sitzt die ganze Zeit bei dir zu Hause und machst irgendwas und ich sitze hier ganz gemütlich und stelle dir irgendwelche Fragen. Ganz lieb von dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Gerne. Bleib gesund und danke an Tina, die hinter der Kamera gerade steht. Das ist deine Frau, die uns alles hier technisch eingerichtet hat. Ohne die geht nichts, ne? Weil du bist, sagst du immer, du bist Analog-Band, sie macht alles Technische. Ja, genau. Bis bald. Tschüss, mach's gut. In der nächsten Folge Rockpalast Back Home spreche ich mit T.S. Uhlmann und wie immer könnt ihr gerne hier unten kommentieren. Ich freue mich über euer Feedback. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.